Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und bevor wir loslegen, ja, erstmal willkommen zu einer weiteren Folge von Genesis Alpha One. Und ja, ich habe im letzten Video ja gesagt, ich werde ein bisschen offscreen weitermachen. Habe ein bisschen Ressourcen gesammelt, nichts Besonderes. Dann habe ich eigentlich die letzte Folge gestartet. Wir wollten dann halt in einem Sektor nochmal ein paar Planeten besuchen. Und das Geile war, dass irgendwie von einem anderen Spiel, ich hatte vorher Escape from Tarkov spielen wollen, dann sagte er, hey, mach mal ein Update. Dann sage ich, okay, mach ein Update. Hab dann geguckt irgendwann, hab am Rechner nichts gemacht und dann sehe ich das Update-Fenster nicht mehr. Okay, dachte ich mir, dann kannst du jetzt mal zocken, aber hab mich dann umentschieden kommen. Ich wollte jetzt nochmal Genesis Alpha One spielen, ein Video für euch aufnehmen. Hat dann auch ein bisschen funktioniert. Währenddessen des Spiels hat es irgendwie gehakt. Ab und an mal. Hab mir nichts bei gedacht. Irgendwann hat es dann so, aber trotzdem nochmal gehakt und dann hat es mich genervt. Dann habe ich geguckt in den Task Manager, was alles offen ist und sehe noch, ah Scheiße, dieses Escape from Tarkov hat einfach nur das Fenster geschlossen und lädt trotzdem noch Daten runter, dieses Arschloch. Und da habe ich gesagt, okay, komm, spiel mal trotzdem weiter. Und dann ist das Spiel aber, als ich vom Planeten wiederkommen wollte, abgestürzt. Und wenn ich jetzt auf Spiel starten gehe, weiß ich nicht, was passiert mit Captain Faule Socke. Ich bin gespannt. Ich weiß es selber nicht. Ob wir noch auf dem Planeten sind, ob wir tot sind oder ob wir gerade aussteigen. Das hat ja funktioniert. Okay, dann darf ich noch mal ein, zwei Sachen nochmal sagen. Ich muss auf jeden Fall mehr diese Energiebarrieren bauen und ich muss auf jeden Fall, ups, falsch abgebogen. Ich muss auf jeden Fall mehr Gatling Guns bauen, diese Waffengeschütztürme. So, ich renne noch mal ganz kurz hier hoch und überlege wieder. Ich glaube hier einmal außen rum, denn ich habe noch ein Den Schild habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Kennt ihr aber wahrscheinlich. Das ist ein Schild. Kann ich hier was machen? Nö. Gut. Dann weiter. Ich habe hier oben nochmal Unterkünfte gebaut. Und ich habe, ja, eine Kantine gebaut. Ich weiß nicht, ob ich die vorher schon gebaut habe. Oh, ist ganz nett. Was auch cool ist, ist gleich, dass die Aliens hier gleich reinkriechen können. Hui. Schön hinten rum. Ah, hier mit Aussicht. Cool. Leider nur auf so eine Kuppel vom Treibhaus oder von beiden. Hey, cool. Und ja, dann habe ich auch gleichzeitig noch ein Klonlabor 2 gebaut, was auch schön größer ist. Bei diesem Gebäudetypen kommt man ideal gleich eine Etage tiefer. Da braucht man keinen Zugang. Ist gut zu wissen. Und was wir jetzt hier auch machen können, sind Alienkräfte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die vorher auch ging. Aber hier fehlen uns überall Proben. Das heißt, wir müssen noch mehr Aliens killen. Ich weiß gar nicht, ob wir das andere Labor noch benötigen. Eigentlich können wir das so abreißen, oder? Naja. Wir gehen jetzt weiter auf Ressourcenjagd. Und ein, zwei Planeten wollte ich mir mal angucken. Bevor wir zu unserer neuen Heimat fliegen. Wer weiß, was da noch passiert. Außerdem müssen wir eh noch ein bisschen was bauen. Ja, mehr Unterkünfte und Co., damit wir. Ich glaube, wir brauchten 50 Klone. 15, Entschuldigung. Ich hätte aber gern trotzdem so um die 20. Falls unterwegs noch ein paar Leute krepieren. Ne? Kennt das ja. Geht ja ziemlich schnell. Da könnt ihr mal alleine los. Ja, rüber, Mensch. Dann könnten wir noch Lithium, Schwefel, wir können alles gebrauchen. So.
Verdammt, verdammt, verdammt. Resource beaming complete. Ich warte einfach, bis das nächste Schiff wieder da ist. Ah, ist kein Vieh, kriegst du ja gar nicht. Aber hat Biomasse hinterlassen. Das kleine Vieh. Weil wir brauchen noch demnächst Lagerfläche, finde ich. Da ist ja uns auch einiges kaputt gegangen. Hab ich schon Eisen? Ja, weiß ich doch. Galerie könnte ich wieder bauen. Lager. Also, I recommend using this interface for orientation on board by accessing the ship map. Baue ich einfach wieder hier oben hin. Gut, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Energie haben wir auch noch. Aber eine Energie müsste ich sowieso hier gerne mal hinbauen. Oh. Oh. Energieknoten? Oh. Ganz cool. Ah, Hangar. Wo ist der Energieknoten? Einmal reparieren, bitte. Hm. Ja, hier fehlen die Gatling-Guns. Hey, was ist jetzt los? Nein! Oh, ey, ich gehe nicht durch. Scheiße, ich da. Hängender Wand. Die meinte ich! Das sind Viecher, Alter! Mann, sehen die kacke aus. Mit Schriftzeichen. Könnten aus dem Warhammer 40k-Universum sein. Pimmelchen haben die nicht. Da ist nur eine Beule. Muskelkolosse oder keine Ahnung, wie man die nennen soll. Kaum Biomasse hinterlassen. Die sind so fett und hinterlassen kaum Biomasse. Das ist ja wohl Beschiss. So, was wollte ich überhaupt machen? Geschütze, Geschütze, Geschütze. Wohl bevor ich zu den ja, das Schiff entladen. Brav, brav, brav. Wartet mal ganz kurz. Wie heißt du? Jabba. Das ist nicht Jabba. Hector. Resources collected. Volkov. Adriano. Wir brauchen einen neuen Montro. 5.0, jetzt mit Oberweite. Nimm's mir bitte nicht übel. Ich habe erst gerade jetzt bemerkt, dass es eine Frau ist. Aber na gut, sind wir mal nicht so. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ja, ja, komm, da könnt ihr auch hin. Montro 5.0 macht das. Ich habe echt gerade vergessen, was ich machen wollte. Ah, ja. Werkstatt. Geh mir aus dem Weg, du Zylon. Hm, Werkstatt. Geh mir aus dem Weg. So. Teilungstürme. Butter. Ich wollte mal kurz gucken, ob uns da noch irgendwie, ob wir da was schon haben, aber da fehlt uns echt noch Waffenteile. Trotzdem können wir Verteidigungsanlagen, Geschütztürme. Processing. Was soll der Geiz? So, da wir keinen Klon haben, Harvester has returned. Muss ich selber arbeiten. Und dann können wir gleich mal, wenn wir wieder zurück im Hangar sind, mal auf den Planeten fliegen und erkunden. Drei Planeten haben wir in diesem Sektor. So. Wie sieht's gerade aus? Wie viel Biomasse haben wir? 27 von 100, ist nicht viel. Lager, Biotank. Unterkünfte 2.
Ich weiß, wir könnten vielleicht noch höher bauen. Ich habe aber eigentlich keine Lust. Aber wir machen das einfach trotzdem. So. Kann ich den drehen? Ebene rauf. Eine Ebene zu viel oder was? Rotieren. Hoch. Kann ich nicht. Warum kann ich das nicht machen? Oder muss ich dann noch einen höher? Ja. Mensch, Heinrich. So. Da lege ich jetzt auch nicht großen Wert mehr auf Aussehen. Ich finde, das Schiff ist hässlich genug. Da brauchen wir nichts mit Aussehen. Und ich mache jetzt das mal folgendermaßen. Immer gegenüber von meinem Fahrstuhl könnte man mal so einen Zugang bauen, damit man drunter kommt. Und dann wollen wir doch hier nochmal eine Fuge Unterkünfte. So, was sagt Energie? Energie sagt, brauchen wir bald. Können wir den schon bauen? Reaktor fehlt noch. Eisen, okay. Gut, jetzt hätten wir aber Platz für 20 Personen. Wie kriegen wir noch geklont? Cloning initiated. Cloning initiated. Cloning initiated. New materials have been refined. So, ein bisschen Biomasse brauchen wir immer auf Reserve zum Heilen. So, ihr macht hier gar nichts, ihr faulen Schweine. Das, Captain Faule Socke befiehlt euch. Holt Lithium. So, alle Mann an Bord. Ich bin Captain Faule Socke. Ja, Eisen klingt gut. Wir brauchen Eisen. Ein Fundort. Randa. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt gefährlich ist, ungefährlich. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Hallo, Montro. Komm, komm. Jetzt können wir Montro gut erkennen. Es sind drei Kerle und ein Montro. Darauf erstmal ein Schluck Cappuccino. Hm. Komm mal. So, ein Fundort. Wieder Pilze. Gibt es hier nur Pilze in diesem Universum? Ich würde gerne was anderes außer Pilze sehen. Das sind bestimmt nur normale Gegner. Wo ist denn Gottverdammt? Oh, hier geht's. Wo ist er denn? Komm raus, wo immer du steckst. Ich tu dir auch nichts. Ah, hier. Accessing Archives. Ah, ich bin mal hochgekommen. Cool. 20%. Erstmal auch nur ein Geschütz. Normalerweise müsste das Ding ja auch noch modular, also mit Geschützen verbessert werden, finde ich. 60%. Aber aus der Entfernung sehe ich schon Biomasse. Da und da sind Biomasse. All phases complete. Biomasse. Finde ich klasse. Jetzt haben wir hier. Ressourcenroute, Platin.
Dies wird die Ressourcen einiger Planeten aufdecken. Ach ja, toll. Das ist jetzt nicht so cool. Hm? Na, kommt her, ihr kleinen Scheißer. Ja! Ey, Gatling Gun. Oh, ich sehe die nicht. War gerade ein Tuck zu hell für meinen Geschmack. Wahrnehmung. New ability research added. Alienkraft. Erforschung. Boah, schlimmer Action. Der Text passt nicht ins Bild. Dann müsst ihr auch mal schießen, ihr Horst. Jo, Masse, komm her. Ah. Ich wollte noch die Biomasse und ich dachte, war glaube ich auch noch was, eine Alienprobe. Treibhaus-Crew. Zugewiesene Crewmitglieder kümmern sich um unsere, keine Ahnung, Planeten. Und meine Munition ist schon fast wieder alle. Resource acquired. Ja, das lief doch. Geh weg da, du Horst. Access granted. Oh, 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 what? Geh mal weg, geh mal weg. Was ist hier los? War das hier? Wahrscheinlich schon zu spät. Nee, drüben. In der Raffinerie. Raffinerie, wo bist du? Achso, der ist noch im Alarmmodus, oder sie? Alles gut. Mal gucken, dass wir auch nicht hier links oder rechts noch so ein Alienschiff neben uns haben. Surprise, Motherfucker. Ja, Eisen brauchen wir immer noch. Ich überlege gerade, was können wir noch gebrauchen? Biomasse ist immer sehr wenig. Wir sind jetzt maximal 12 von 20. Hilft ja nichts, wir brauchen Biomasse. Resources collected. Wir haben jetzt einen Klon, ne? Oh, Zylon, gehen wir aus dem Weg. Werkstatt. Machen wir erstmal schön dick Arbeit hier. Processing. Bisschen Schwefel will ich immer im Reserve haben. Processing. So, achso. Machen wir natürlich da. Job assigned. Viel Spaß. Resource acquired. Und wir hatten doch jetzt Wahrnehmung auf vollständig. Warte mal, wo ist mein... Boah, ist auch nicht. Wo ist denn mein Fahrstuhl? Wo bist du denn hin? Kann ich mitkommen? Jetzt the lift module grants fast access to higher or lower decks of the ship. Geh mir nicht auf den Sack. Jetzt... Wo war die denn? Was ist hier los? Resources collected. Dass die mal hier oben mal eine Etage höher sind, ist ja krass, hab ich noch nie gesehen. Ah ja, wir müssen ja durch die Kantine. Die hängen hier ab. Cool. Wahrscheinlich, weil die keine nichts zu tun haben. So, Kräfte, Wahrnehmung. Ah, dafür brauchen wir 20 Biomasse. Shit. Resource acquired. Also ich glaube am Anfang, man sollte viele Biomasse-Tanks bauen und ohne Aliens, ohne Unterstützung reisen auf die ersten leichten Planeten, damit man richtig schön Biomasse sammelt. Weil die 4 Kasper, die ich immer dabei habe, okay, 3 Kasper und Montro, verwunden sich ja immer so leicht. Ziehen mir quasi dadurch immer wieder Biomasse weg. Das ist natürlich... Oh, ups. War ich nicht. Und ziehen mir dadurch immer ein bisschen Biomasse weg. So, oh, Uran brauchen wir jetzt nicht so.
Harvester gehen wir da nochmal kurz runter wegen dem Fundort. Fuck you! Ja. Scheiße mit der Scheiße. Dann brechen wir das mal ab. New materials have been refined. Ist nur einer gestorben, ne? Oh, hier ist noch drei übereinander. Dann haben wir jetzt aber genug Biomasse, theoretisch. Das können wir machen, wenn wir wiederkommen. Ein Mann verloren. So, wo wollten wir hin? Harvester Destination set. Gehen wir dahin. Ein Fundort. Alle Männer und Frauen an Bord. Mir fällt gerade ein, faule Socke war ja auch eine Frau, ne? Ein weiblicher Klon. Frauenpower! Captain Faule Socke. Äußerlich eine Frau, innerlich ein Mann. Nehme ich mich. So. Oh, schon wieder Pilze. Ich kann diesen Sektor langsam nicht mehr sehen. Ihr mit euren Pilzen. Accessing Archives. Kann ich hier irgendwie hoch? Ich will da hoch. 20% detected. Will da hoch. Ah. 40%. Scheiße, hier kommt man es nicht. 60%. Oh. 80%. All phases complete. Und was haben wir jetzt? Dekontaminierung A. Jawohl, dieses Modul beschädigt Feinde, während sie durchgehen. Biomasse, finde ich klasse. Gierige Aliens. Ah, hier haben sie auch was hinterlassen. Das Netz, danke. Wohin, was denn? Oh, da ist schon wieder eine verwundet gewesen. Zwei sogar. Pappnasen. Biomasse. Das Licht ist mir eindeutig zu hell. Und schon wieder müssen sie geheilt werden. Das ist doch nicht wahr. Immer noch nicht. Oh, jetzt kommen... Zwei größere. Lauft da doch nicht durch, ihr Idioten. Ja, heilt euch alle, ja. Eine schöne Biomasse. Schweinebande. So, weiter. Hör ich auf zu heilen, Mensch. Man sieht oben links nur Kuh geheilt, Kuh geheilt, Kuh geheilt.
New materials have been refined. Habt ihr alle? Perfekt. Oh, hier Biomasse. So, dann gehen wir noch mal ins Klonlabor, Zylonenstau. Ist hier vorbei. Na, Olsen, gefällt dir die Aussicht? Hm. Mir nicht. So, ich hätte gerne einmal Alienkräfte. Wahrnehmung. Verbessert die Sinne des Klons und verleiht ihm die Kraft, in einem gewissen Bereich Lebensformen und zerstörte Energieknoten zu spüren. New materials have been refined. Processing. Und viel Spaß beim Spüren. Machen wir das einfach mal. So, haben wir eigentlich schon gelesen. Warte mal, Lebensformen und zerstörte Energieknoten zu spüren. Sagen wir die das dann auf der Map Bescheid oder machen die das gleich selber? Das wäre ja echt dufte. Kraft. Und ist das jetzt automatisch bei den Menschen mit eingebaut? Die könnte ich ja auch rekrutieren, da fehlt uns aber der jeweilige Sauerstofftyp auf meinem Schiff. Scheint alles noch dasselbe zu sein. Was bringt mir jetzt Wahrnehmung 1? Aus. Ach du Scheiße. Das ist dann für meine Person, also für den Charakter, den ich gerade spiele. New materials have been refined. Das muss man erstmal wissen. Erforschung. Ah, jetzt könnte ich dann auch die mit Wahrnehmung 1 verbessern, wenn ich noch mehr Proben habe. Cloning initiated. Aha. So. Wenn ich gerade mal hier bin, können wir auch mal wieder einen Klon machen. Einen haben wir ja verloren. Und in der Zeit, in der wir hier... wieder zurück. Ne, war das falsch. Da hätte ich hingemusst. Ach, da. Oh. Ja. Ich hätte das anders umbauen sollen. Dass man so quasi im Kreis laufen kann. Ah, und oben ist die Farbe anders als hier unten. Fällt mir gerade auf. Das musst du auch für jede Etage ändern. Könnte man also jede Etage mit einer anderen Farbe wahrscheinlich machen, ne? New materials have been refined. Eigentlich eine coole Idee. So, dann kriegt ihr wieder ein. Job assigned. Und ich finde langsam, die Raffinerie ist mir mit ein auch irgendwie zu schwach. Job assigned. Du kriegst immer auch einen zweiten Mann. Ich habe Angst, dass ich euch alleine lasse und dann verreckt ihr wieder. So. Haben wir nur noch eigentlich... Na gut. Den können sie noch kurz alleine machen. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal hier in der Zeit die zwei Lithium zusammen. Resource beaming complete. Resource acquired.
resources collected. Fangen wir mit dem Schwefel nochmal an. Das sind nochmal 4 Geschütztürme, die wir jetzt hochholen. New materials have been refined. Geh kacken, Alter. Geht da raus, ihr Horst. Mama mia, als der Klongott Hirn verteilt hat, wart ihr nicht da. Kommen hier andauernd diese Riesenklöpse. Weil die mit ihren Pistolen kommen ja gar nicht mit hin. Also können die gar nicht schießen und bisschen. Schon wieder! Geh da aus dem Weg, du dumme Kuh! Oder Typ! Was ist das? Ist ja richtig gefährlich hier, verdammte Scheiße. So, nächsten. Alle Mann sind hier. Einmal noch und dann fliegen wir nochmal runter. Resource beaming complete. New materials have been refined. Resource acquired. Sagt die da schon? Auf dem Biomasse übersehen. So, Beam deaktivieren. Das ist mir hier zu ein bisschen zu tricky hier mit euch. Ah, andersrum. So, wir wollen den Planeten, wie viel Lithium und Erz haben wir? 6 und Lithium. Ihr könnt ja, ich schicke euch dann nochmal einmal runter, offscreen später. Scheiß auf die Pflanzen. New materials have been refined. Und Access granted. Fuck. Man muss natürlich auch mal sagen, let's go, ne? Montro ist auch dabei. Wunderbar. Was ist denn gerade? Boop. Los. Wehe, es ist wieder ein Pilzplanet. Also, kann ich echt nicht mehr sehen. Oh Gott sei Dank. Mal was anderes. Oh, ich sehe dich. Zum Einsammeln? Nö, schade. Geizige Aliens. Geizig. Ah, wieder, wieder hochkommen. Hm, eben nicht. 20%. Ah, die kleinen Scheiße sieht man hier. 40%. Gut. 60%. Biomasse. 80%. Ah, die haben auch Action hinten. Flammenwerfer! Flammenwerfer! Ein Klassiker von der Erde. Gut für größere Gruppen kleiner Feinde. Flammenwerfer! Yeeha! Wow! Ich bin nämlich nicht gerechnet. Flammenwerfer! Hurra, Männer! Ich habe einen Flammenwerfer! Das Ganze nehme ich nochmal mit. Meine Kollegen zu viert sind ja nicht so schnell und können nicht so schnell abbauen. Hey!
nicht reingelaufen. Oh, Mädels und Jungs. Haben wir es jetzt gleich, ey. Oh, da kommen viele. Ah, die kommen zu nichts, die Leute. Und ich glaube, die Schrotgewehr haut einfach nicht rein. Na, vielleicht sollte man das einfach nur für große Gegner benutzen. So, egal. Na gut, den einen helfe ich nur. Oh, jetzt aber. Rein hier. Das sind aber auch große Gegner da. Die sehen ja auf dem Plakat nicht so freundlich aus. Aber PK würde trotzdem mit denen versuchen zu kommunizieren. Weil er netter ist. Ganz netter Captain. So, ich weiß nicht, was ihr macht. Ich gehe jetzt erstmal in die Werkstatt. Hallo, Werkstatt. Bitte nichts erforschen, bitte gleich haben. Ich möchte die Waffe bitte gleich haben. Seht ihr sie? Aha! New materials have been refined. Gasmunition. Ja. Hinzufügen. Puh, das ist schön. Wir brauchen noch Patronen. Processing. Gas, machen wir aus Salpeter. Processing. Können wir auch gleich gebrauchen. Access granted. Endlich ein Flammenwerfer. Ah, oh, ihr wisst ja nicht, wie lange ich da drauf gewartet habe. Ich möchte jetzt am liebsten nochmal auf irgendeinen Planeten. New materials have been refined. Was haben wir denn hier noch so? Harvester Destination set. Harvester Destination set. Lithium, Schwefel. Lithium. Schwefel, das kann ich nochmal alleine on offscreen machen. Aber. Harvester Destination set. Lithium. Bauen wir mal kurz was ab, ne? Ich will jetzt unbedingt, ich weiß, jetzt wird das Video ein paar Minuten länger, aber ey, wir haben endlich einen Flammenwerfer. Das erinnert mich sowas von an Alien. Müsste ich mal wieder gucken, aber ich glaube, ich habe die erst letztes Jahr geguckt. Ultra 3 und Teil 4 habe ich nicht geguckt. Ah, egal. So. So, ich spiele jetzt einfach mal Beschützer. Die sollen wir ruhig abbauen. Und sobald wir einen Ping haben, rennen wir dahin und braten alles weg. Das ist mein Plan. Ja, von der Seite. Uhu! Käferlein! Hinter mir? Sah das gerade echt scheiße aus. Also weggebraten haben wir sie super. Kann man nichts sagen. Ich hätte mir so die ein bisschen größer vorgestellt, die Flammen. Da. Ja, so ungefähr. Ah, die Flammen könnten echt größer sein.
Er macht gut Schaden, besser als das Schrotgewehr und auch besser als das Gatling Gun. Einfach grob draufhalten, genau das Richtige für mich, da ich in diesem Spiel nicht so gut schieße. Ja. Oh, Biomasse. Die können jetzt nicht mal arbeiten. Oh, da liegt noch eine Biomasse. Ja. Warum kommen wir jetzt von da? Klein Scheißer. So, voll. Wunderbar. Alle Mann an Bord. Oh, ging eigentlich ganz gut. Ich habe. Wie viel haben wir, mit wie viel haben wir angefangen? 600 ein paar zerquetschte. Ah, da war Biomasse. Na, ja, sag mal, 100 Brennstoff haben wir ein bisschen verballert. Das geht. Geht. Gegen größere Gegner würde ich dann auch die Gatling Gun wechseln, aber. Nur aus dem Weg. Ja, soweit dazu. Ich werde mir jetzt erstmal nochmal ein bisschen Schwefel ranholen. Und wenn wir das getan haben, gehen wir weg. Ist der nächste Plan zu springen. Da müssen wir genug Ersatzteile haben. Man könnte ja mal versuchen, jetzt mit diesem Schutzschild, den wir haben, mal so ran da. Hier mal in die Asteroiden zu fliegen. Gefahr niedrig. Iridium. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Hm. Würde gerne mal wissen. Oh. Ja, ich würde gerne mal wissen, wie viel die Schutzschilder aushalten. Niedrig. Hm. New materials have been refined. Oh, mir fällt gerade ein, was ich hier machen kann. Kann ich hier einen abstellen zum Scannen? Das ist ja wunderbar. Job assigned. So. Ich glaube, wir testen mal nächstes Mal ganz kurz einmal mal so ein Asteroidenfeld, mal gucken, wie viel Schaden wir kriegen. Ob der hält, und dann könnten wir eigentlich schon hier hin, in diese Bereiche. Und da, in diesem Bereich, würde ich sagen, hier kann man nebenbei sammeln und nebenbei vielleicht noch Klone machen, denn wir brauchen noch 7 Stück. Und dann können wir auf dem Planeten. Also ich will 20 haben, wir brauchen nur noch 2, aber, oder vielleicht mehr als 15. Vielleicht ein, zwei Leute auf Reserve. Und endlich, guckt euch den an. Wales. Er scannt. Er scannt. Guckt, ja. Er scannt und ist glücklich. Er wechselt mal den Computer und scannt. Ne? Viel Spaß. Ja, und euch wünsche ich jetzt auch noch viel Spaß. Ich beende das Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.